Hallo und willkommen zu unserem heutigen Video. Wir von der Zentralen Studienberatung haben Videos für euch zusammengestellt zum Thema Studienorientierung, also wie finde ich überhaupt einen Studiengang, wie ist dann der Bewerbungsprozess, ein Video über die Bachelorstudiengänge an der HTM und heute dieses Video rund ums Studium. In einem der anderen Videos hat meine Kollegin schon angedeutet, die Wahl eines Studiengangs ist immer auch die Wahl eines Pakets. Es geht natürlich um den Studiengang an sich, aber auch um die Hochschule, um den Standort der Hochschule und ich sage mal in letzter Instanz einfach um ein soziales Umfeld, das man sich wählt. Deswegen hier in diesem Video ein paar Insights zu diesen verschiedenen Kategorien. Ja, starten wir mit dem Studieren an der HTM. Wir sind eine Hochschule für angewandte Wissenschaften. Entsprechend studiert er sehr praxisnah, sowohl von den Inhalten, den Projekten her, aber auch von den Dozentinnen und Dozenten, die euch unterrichten werden. Wir haben kleine Studiengänge, wir sind eine Hochschule mittlerer Größe, deswegen auch kleine Studiengänge, je nach Studiengang zwischen 25 und 75 Studiengänge pro Semester. Also nicht, wie man es vielleicht von manchen großen staatlichen Universitäten erkennt, mehrere hundert, hier eher intensiv. Ja, dadurch habt ihr eine enge Betreuung durch Professorinnen und Mitarbeiterinnen und der Anteil an projektbasierten Lernen ist bei uns sehr hoch. Wir haben eine moderne technische Ausstattung, also alles, was es so an Hardware und Software gibt, was ihr voraussichtlich später in euren Jobs auch brauchen werdet, schauen wir immer, dass wir da haben und dass ihr damit auch Sachen schon während des Studiums produziert und euch da austesten könnt. Wir haben einen großen Maschinenpark für Druck- und Verpackungstechnik. Wir haben die Lernwelt und kreative Lernräume, Coworking Spaces, Makerspace und Games Lab. Produktionsräume für Radio, Fernsehen, Film, Audio, Druck, also egal in welchem Bereich ihr unterwegs seid, was ihr auch gerne ausprobieren wollt, auch mehrere Sachen mal austesten, um herauszufinden, was ist es denn, was ich am liebsten machen möchte, später könnt ihr bei uns ausprobieren. Und unser Startup Center, für einige unserer Studierenden gründen schon während des Studiums alleine oder mit Kommilitonen ihr eigenes Unternehmen und da hilft unser Startup Center euch dabei. Ja, ihr könnt bei uns international studieren. Wir haben Partnerschaften mit Hochschulen in der ganzen Welt. Wir haben jedes Semester ungefähr zwischen 150 und 250 Incoming und Outgoing Austauschstudierende. Ihr könnt ein Auslandssemester bei uns machen und ihr könnt auch euer Praxissemester, das typischerweise im fünften Semester stattfindet, gerne auch im Ausland machen. Ja, studentische Initiativen und Projekte. Eines der großen Aushängeschilder, vielleicht wart ihr schon da, wenn noch nicht, kommt mal hin, ist die Media Night, findet einmal im Semester statt. So die große Veranstaltung, wo unsere Studierenden aus allen Studiengängen ihre Semesterprojekte vorstellen. Immer spannend, immer peppig, ein bisschen mit einer kleinen Party verbunden. Und ihr könnt euch austauschen. Wir von der Zentralen Studienberatung sind auch immer da, um euch zu beraten. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Ein paar Impressionen-Videos der letzten Media Nights findet ihr auch auf der HTM-Website. Ja, da gibt es die sogenannte Stufe des Studierendenfernsehens und des Horas, das Hochschulradio. Wenn ihr bei uns durch den Hintereingang in die Hochschule reinkommt, ist das Hochschulradio, die Aufnahmeräume, gleich das Erste, was ihr seht, sehr prominent und natürlich sehr gerne gehört. Es gibt den Games Day, es gibt einen Developer Day und natürlich macht unsere verfasste Studierendenschaft sehr viel für euch. Es gibt unglaublich viele Projekte. Schaut mal auf der Website der verfassten Studierendenschaft vorbei, da werdet ihr viel finden. Und gerade auch in den sozialen Medien, Facebook, Instagram, gibt es viele Impressionen von spannenden Geschichten, wo ihr euch einfach auch ausprobieren könnt, wo ihr euch involvieren könnt und teilnehmen könnt an der Hochschule. Ja, dann ist natürlich das Thema Wohnen. Gehört zu diesem Gesamtpaket Studium dazu und die Wohnungssuche kann sich mal einfacher und auch mal schwieriger gestalten. Das Studierendenwerk Stuttgart hat 35 Wohnanlagen unter ihrer Verwaltung mit 7200 Plätzen in Einzelzimmern, Appartements oder WG-Zimmern. Das ist ein guter Anlaufpunkt für euch, um eine Wohnung zu suchen. Auch die Vereinigung Stuttgarter Studentenwohnheime e.V. hat aktuell ungefähr 900 Wohnheimsplätze auf dem Campus Vaihingen bei uns oben auf dem Berg zur Verfügung. Da könnt ihr auch mal reinschauen. Und was die meisten von euch wahrscheinlich kennen, WG gesucht. Also viele, fast die meisten unserer Studierenden wohnen in Wohngemeinschaften, privat in der Natur, über WG gesucht gefunden, wo ihr natürlich dann auch Studierende von anderen Hochschulen kennenlernt.
Und hier noch ein weiterer Tipp, weitere Wohnheime, jugendwohnen-stuttgart.de, auch ein guter Anlaufpunkt, um eine Unterkunft zu finden. Von den Kosten her ist natürlich immer die Frage, es variiert sehr stark. In Stuttgart, sagen wir so, ab 200 Euro pro Monat für ein Zimmer. Kommt dann immer darauf an, will ich ein Einzelzimmer, will ich eine Einzimmerwohnung, will ich eine Zweizimmerwohnung, will ich in einer WG wohnen. Da sind die Kosten sehr variabel und natürlich dadurch auch für euch wieder gestaltbar, je nachdem, was eure finanziellen Möglichkeiten und eure eigenen Bedürfnisse sind. Ja, die Öffis. Ihr müsst ja auch von und zur Hochschule kommen, auch in eurer Freizeit, also die öffentlichen Verkehrsmittel. Es gibt die Möglichkeit, euch ein Studieticket zu holen vom VVS. Das könnt ihr in den SSB-Kundenzentren oder bei der Deutschen Bahn euch holen. Ihr könnt es ausdrucken, ihr könnt es euch auch auf Smartphone laden. Die Kosten dafür sind so um die 200 Euro pro Semester. Ändert sich gerne auch mal, die Preise steigen im Zweifelsfall von Semester zu Semester ein klein wenig. Schaut da einfach mal nach. Ja, mit eurem Studentenausweis seid ihr außerdem berechtigt, werktags nach 18 Uhr und dann Wochenenden und Feiertagen kostenlos Busse und Bahnen im gesamten VVS-Netz zu nutzen. Deswegen ist auch immer ein bisschen die Frage, braucht ihr tatsächlich ein Studienticket, ja oder nein? Könnt ihr da ein bisschen abwägen, vielleicht mal ausprobieren, ein Semester mit, ein Semester ohne, gucken, wie es für euch am besten funktioniert. Je nachdem natürlich auch, wo ihr wohnt. Studieren in Stuttgart, Stuttgart als Standort, für den ihr euch entscheidet. Hier der erste Punkt, das Thema S-Bahn. Die S-Bahn-Station Universität hält fast vor unserer Tür. Ihr müsst noch 2-3 Minuten laufen, aber fast vor unserer Tür. Das heißt, die Anbindung ist da sehr gut. Und innerhalb von 3 S-Bahn-Stationen seid ihr dann aber auch direkt im Herzen Stuttgarts, wo natürlich Stuttgart Landeshauptstadt, eine der größten Städte Deutschlands, ihr das volle Programm habt. Diskotheken, Clubs, urige Kneipen und Bars, der Schlossplatz, hier links unten auf dem Foto seht ihr den Schlossplatz, mit Cafés, es gibt die Staatsgalerie und das Kunstmuseum, Staatstheater für Kulturinteressierte und natürlich spannende Großveranstaltungen, Fußball, Konzerte und so weiter. Ja, wofür Stuttgart wahrscheinlich am bekanntesten ist, ist seine Industrie, das heißt, für euch natürlich der große Vorteil, ihr habt attraktive Arbeits- und Praktikumsplätze bei Unternehmen, die jeder kennt weltweit, Mercedes-Benz, Porsche, Bosch, Klett Verlag, der SWR, Motorpresse Stuttgart, viele kleinere Agenturen und so weiter. Also da für euch natürlich eine große Menge an potenziellen Arbeitgebern, aus denen ihr schöpfen könnt. Ja, und für alle, die gerne auch mal rausgehen, sind wir umgeben von Weinbergen. Die Schwäbische Alb ist nicht weit weg. Zum Bodensee sind es auch nur 2 Stunden. Und so habt ihr ein attraktives Outdoor-Freizeitangebot, gerade für die Wochenende. Ja, natürlich noch das Thema Studienfinanzierung gehört zu diesem Gesamtpaket natürlich auch dazu. Ersteinschreiber an der HDM bezahlen keine Studiengebühren. Verwaltungskosten kommen natürlich auch auf euch zu, aber sonst sind Ersteinschreiber von Studiengebühren befreit. Aber natürlich kommen trotzdem Kosten auf euch zu. Wir hatten vorhin das Thema Wohnen, das Thema Öffis, Lebenshaltungskosten und ich sag mal, Geld für ein bisschen Spaß braucht man logischerweise auch. Ich sag mal so, mit 500 bis 600 Euro ist man da schon ganz schnell dabei pro Monat und es muss irgendwie finanziert werden. Natürlich bekommen einige Unterstützung von Familie und Verwandten, aber eines der größten Themen natürlich BAföG. Wendet euch da gerne an das Studierendenwerk Stuttgart, die können euch da beraten und euch helfen, was das Thema BAföG angeht. Wenn ihr ins Auslandssemester gehen wollt, habt ihr unter Umständen die Möglichkeit, Auslands-BAföG zu beziehen oder über Erasmus eine Förderung zu bekommen. Ein großes Thema finde ich immer, ist das Thema Stipendienprogramme. Da kann ich sehr den Stipendienlotsen empfehlen, um euch da ein bisschen zu orientieren. Stipendien werden von ganz vielen unterschiedlichen Institutionen angeboten, Verbänden, Vereinen, politischen Parteien und so weiter und so fort. Und jedes Jahr, der Erfahrung nach, werden viele Stipendiengelder einfach nicht ausgeschöpft, weil es zu wenig Bewerber gibt. Weil viele denken, ach nee, habe ich so oder so keinen Anspruch drauf, schaffe ich so oder so nicht. Und deswegen gehen ganz viele Stipendiengelder einfach nicht raus. Seid mutig, versucht es. Es kann euch nichts Schlimmeres passieren, als dass ihr halt eine Absage bekommt. Aber vielleicht habt ihr Glück und werdet Stipendiat oder Stipendiatin.
Natürlich das Thema Nebenjobs. Ich denke, die meisten unserer Studenten haben Nebenjobs. Es gibt die Möglichkeit, Praktika zu finden, die auch bezahlt sind. Gerade bei uns auch einige, die eine Werkstudententätigkeit haben oder freiberuflich, zumindest in den höheren Semestern, freiberuflich arbeiten, um sich ein Studium zu finanzieren. Und als letzter Punkt, so ein bisschen Last Resort, aber trotzdem attraktiver, als man sich es vielleicht vorstellen mag, das Thema Studienkredit. Hier das Beispiel der KfW-Bank. Die meisten Hausbanken bieten auch Studienkredite an. Die Frage ist da immer der Verzinsung und der Rückzahlungsmodalitäten. Schaut euch das an. Im Zweifelsfall können sowohl wir von der zentralen Studienberatung als auch das Studierendenwerk euch da weiterhelfen und euch dahingehend beraten. Ja, ich kann euch jetzt hier in diesem Video viel erzählen. Es gibt allerdings nichts Besseres, als wenn ihr einfach mal zu uns kommt und euch dieses Gesamtpaket anschaut. Wenn ihr nicht aus der Region seid, natürlich euch auch die Stadt anschaut. Dafür habt ihr viele verschiedene Möglichkeiten. Im Herbst findet immer das Schnupperstudium statt. Es gibt den Studieninfotag, es gibt Infoabende und Infowochen. Die Media Night, also das große Aushängeschild, habe ich vorhin schon vorgestellt. Könnt ihr euch auf jeden Fall auch anschauen. Für die Mädels unter euch, den Girls Day, der zentrale Studieninfotag, der im November jeden Jahres stattfindet. Und natürlich machen meine Kolleginnen und ich auch Gruppen-Einzelberatungen. Schaut mal in den Veranstaltungskalender der HDM rein, da gibt es viele Möglichkeiten, wie ihr uns kennenlernen könnt, wie ihr die Hochschule, die Stadt, das Gesamtpaket kennenlernen könnt. So, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Vorfreuen und vielleicht sehen wir uns ja bald in einer Beratung. Macht's gut, ciao!